Hallo zusammen, outländisch muss man spätestens seit ihrem Riesenhit Aisha nicht mehr vorstellen. Die Familie der drei Dänen waren aber am Anfang überhaupt nicht begeistert und hätten es lieber gehabt, wenn ihre Jungs statt Musik einen richtigen Beruf ausgeübt hätten. Wir haben outländisch getroffen und was sie uns erzählt haben, das sehen wir jetzt. Der Isam, der Vagas und der Lenny kennen sich schon seit ewigen Zeiten. Wir waren Nachbarn. Am Anfang habe ich ihn gar nicht mögen und er mich auch nicht. Wir sind dort noch hin und dann gehört das einfach dazu. Man kämpft und vertreibt sich wieder. Zusammen sind sie in einem Vorort von Kopenhagen aufgewachsen. Schon als Kind haben sie genau gewusst, was sie wollen. Ich wäre gerne Astronaut geworden. Aber es ist dann doch nicht so gekommen. So ist es halt. Bei mir war es glaube ich, Fußballer. Ja, wir haben viel geshootet und haben unbedingt Fußballer werden. Footballplayers. Und dann? Der hat uns die Realität eingeholt. Wir waren nicht gut genug. You're not so good to play football, so you can be a footballer. Ein Kind aus der Nachbarschaft hat sich bei einem Kampf am Rücken verletzt. Nachher war es gelähmt. Und über das haben wir geschrieben. Ich mag mich gar nicht mehr an die Worte erinnern, aber das war schon unser erster Song, wenn man dem so sagen kann. I remember that was like the first song we did, if you can call it like that. Im Jahr 2000 ist für Outlandish zu Dänemark Post abgegangen. Zur besten Hip-Hop-Band sind sie gewählt worden. Ihre Texte, die aus dem Leben erzählen, haben das Publikum sofort begeistert. Ich habe Rassismus auch schon am eigenen Leib erfahren. Als ich ein kleiner Bub war, haben mich zwei Dänen zusammengeschlagen und haben gesagt, ich sei ein blöder Türk. Hey, habe ich gedacht, ich bin doch gar kein Türk, ich bin ein Pakistaner. Die Herkunft ist ein, auf die sind sehr stolz, aber genauso wichtig ist es nicht, zu anderen Menschen Brücken zu schlagen. Alles, was wir machen, hat mit uns zu tun. Auch wenn wir ein Lied covern, bringen wir unseren eigenen Bezug rein. Could how do you say that we could relate to? So sweet, so beautiful. After we finished the video. Kaum sind wir mit dem Aisha Video fertig gsi, hat meine kleine Schwester Problem in der Schule gehabt. Sie trägt darum das Kopftuch und der Lehrer hat es ihr einfach verbieten. Es hat einen riesen Wirbel gegeben. Aber sie hat die Stärke gezeigt und ihren Willen durchgesetzt. To go against the majority. Swear I can't get her out of my dreams. To have her shining right here by my side. Shining like a star. It's more if you got money. Honduras, das ist das Land, wo ich herkomme. Dort bestimmt das Geld und nicht die Hautfarbe, ob man dazugehört. Aber in Dänemark ist es die Hautfarbe, die wichtig ist. In Denmark ist es more like, I mean. The color of your skin, you know. El son de mi Cuba me da los buenos días, desayuno y al salir todo el mundo ya está arriba. Oye chico, súbele el volumen, me encanta ese bolero y esta cola para el pan le da la vuelta al mundo. But it's all right. Ich bin doch beides. Ich kann nicht sagen, ich sei nur Pakistaner oder nur Dän. Und das ist total wichtig für alle, die so aufwachsen wie mir. Es ist völlig okay, anders zu sein. Pani pilo, kabina kabito pilo,